Schätzchen, du hast dein Abendbrot vergessen. Mami hat es für dich auf den Tisch gestellt. Komm, Schätzchen, iss dein Abendbrot. Hast du unserem Kind schon wieder dieses Zeug ins Essen getan? Halt dein scheiß Maul! Hast du dir mal überlegt, dass das Nebenwirkungen haben könnte? Was fällt dir ein? Du weißt so gut wie ich, dass er das Medikament braucht! Du versoffene Hure! Scheiß Käfer! Wie kannst du von unserem Kind verlangen, sich zwischen uns zu entscheiden? Du hast ihm das Zeug doch auch ins Essen gemischt! Niemand muss sich hier zwischen irgendwem entscheiden! Geh runter und iss dein Abendessen, Schatz. Fuck. Ja, willkommen zurück zu South Park. Die rektakuläre Zerreißprobe. Ich bin euer Firobo. Eigentlich wollte ich in der Nacht starten, aber gut, dann gehen wir halt nochmal essen. Na gut. Lecker essen. Oh, sieht das lecker aus. Ich habe wieder diese Bemitleidung. Also der Junge muss da echt verhungern. Der isst in 3 Tagen oder wie 4 Tage spielen wir jetzt? Oder 4 Tage schon? Hat er jemals nur so einen Happen gegessen, ey? Wie kann der Junge überhaupt noch scheißen? Wir sind echt ein Wunderkind. Euer, zieh dich an und komm raus. Schnell, die Nacht wartet. Cooles Zimmer. Wie hast du das Fenster aufgekriegt? Und danke. Yay, und diesmal geht's. Also anziehen geht leichter als ausziehen. Nice. Oh fuck. Alter. Oh. Diesmal keiner. What the fuck, Alter? Wie sieht das Haus aus? Kann man nichts machen? Ja, wenigstens sieht das Badezimmer okay aus. Wir können in Ruhe kacken, Gott sei Dank. Wie halten die Beine es nur hier drin aus, ey? Na endlich! Weißt du, wie schwer es ist, geheimnisvoll auszusehen, wenn man in einem scheiß Garten rumsteht? Ist echt nicht einfach. Ich bin froh, dass du da bist. Ist echt hart, der Einzige mit echten Kräften zu sein. Wenn die anderen spielen und ihr Franchise planen, muss ich die Stadt gegen das Böse verteidigen. Da bleibt kaum Zeit, am Mysterion-Spin-Off-Film zu arbeiten. Manchmal sind meine Kräfte eher ein Fluch. Was du kennst das zum... Du bist ja wie ich. Dein Hintern ist sicher auch manchmal eine Last. Was ist hier los? Das sind meine Eltern. Bald. Wart. Gar nicht. Es zu versuchen, sich aus dem Haus zu schleichen. Ich nehme dich da beim Wort. Das wäre nämlich viel zu gefährlich. Redest nicht gern drüber, hä? Schon okay. Kann ich verstehen. Gehen wir zum Polizeirevier und suchen die Beweise. Was ist hier los? Wo ist meine Brieftasche? Tina! Scheiße, was geht denn mit dem Kind? Tina, wo bist du hin? Tina! Tina, es tut mir leid. Beherrsch dich. Was ist hier los, gottverdammte Scheiße? Bitte nicht. Ich bin ganz brav, versprochen. Bitte kein Hausarrest. Es tut mir leid. Oh Gott, nein. Du musst mich kriegen, um mir Hausarrest zu geben. Okay. Wow, die Erwachsenen in dieser Stadt drehen echt voll am Rad. Aber richtig hart. Geile Bitches. Ah. Bitteschön. Hey, Bilderjäger, hast du was Gutes gefunden? Gib nicht auf! Oh, Mann, hab ich mich erschrocken. Jimmy, was habt ihr hier zu suchen? Es ist schon längst Schlafenszeit. Geht ins Bett. Okay. Was hoffe du magst Eier? Ja, Mann! Was für Arschlöcher. Es ist schlimmer, als ich dachte, Neuer. Das ist nicht normal. Hat er gerade... Hat er da hingekackt? Ich kann nicht mal durchlaufen, schade. What the fuck? Du bist echt mysteriös. Und von Mysterion ist das ein ziemliches Lob. Na gut, dann gehen wir zur Polizeistation. Gucken uns den Rest der Stadt an. Hey, da sind sie! Alles...
Freedom Pals, folgender Plan. Sobald wir im Polizeirevier sind, starten Toolshed und Wunderasche ein Ablenkungsmanöver. Moment, was soll das denn? Ja, kommt, Leute. Wir müssen ins Polizeirevier. Was wollt ihr Spasten hier? Wir gehen hier einer Spur nach, die zur Polizei von South Park führt. Da, das tun wir auch. Oh nein, nein, das ist unsere Superheldenmission, Freedom Pals. Verpisst euch. Leute, Leute, ist die Priorität nicht, das arme Mädchen zu retten? Blitzfreak hat recht. Wir sollten das Kriegsbeil fürs Erste begraben und zusammenarbeiten. Oder, Leute? Mysterion, wie gehen wir vor? Ich schlage ein Ablenkungsmanöver vor. Ein paar von uns locken die Bullen an und die anderen schleichen sich heimlich rein. Gute Idee. Wir klettern die Feuerleiter hoch und sorgen für Ablenkung und ihr schleicht euch rein. Echt ein merkwürdiger Zufall. Habt ihr wieder unsere Spuren geklaut? Unschuldige Menschen werden verhaftet, Toolshed. Nur darum geht es uns. Und nur darum sollte es euch gehen. Okay, Kuhn-Freunde, die Leiter hoch. Okay, wir müssen auf die Ablenkung warten. Sieht dir das mal an. Will ich mir das angucken? Okay, was sehen wir? Oh Mann, das haut ja mal richtig rein. Das war mir klar, dass die Koksen... Sag mal, kommt das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir ein paar Nutten bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Okay. Okay, komm, Wunderarsch. Die Luft ist rein. Ich bin da. Chaos! Kannst auf mich zählen. Oh Mist! Ich schätze, wir müssen die Tür eintreten. Oh Mann, was sag ich denn da? Hallo? Okay, mit ihm kannst du nicht reden. Immer noch abgeschlossen. Verdammte Scheiße. Shit, ein Gangmitglied, der hat ein unschuldiges Kind! Alarm! Das Revier wird angegriffen! Was zum Fick? Wow, das habe ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Scheiße. Nach dir, Neuer. Ja, Alter, was ist denn hier? Ah, shit. Wir müssen uns wohl selbst um die Typen kümmern. Oh, was? Alles klar. Hä? Total strange. Bleibt deiner Drogen mit sich um. Die wollen wir ja nicht kaputt machen. Zeit, ein paar Grundrechte zu verletzen. So nutzlos wie eine Nutte auf K.O.-Tropfen. Kann ich weit laufen? Meine Sturmwinde sollen dich bestrafen. So. Nichts Zeit. Gut, dass wir ihn dabei haben. Solche Partys habe ich keinen Bock. Nicht? Okay, dann bin ich dran. Bam. Ah, fuck, was ist das hier für eine super Schurkenscheiße? Ich bin kein super Schurke. Was sollen die Fähigkeiten alle anzugreifen? Scheinbar nicht. Schade. Dann nehmen wir einfach mal dich hier. Zack. Bam. Noch einer erledigt. Wir brauchen Verstärkung! Was? Oh Scheiße, da ist ein schwarzes Kind! Was? Hier kommt Tupperdose! Die haben mich gerade voll... Die waren voll rassistisch zu dir, Junge. Ist das eigentlich klar? Na, dann machen wir mal hier ein Geschütz hin. Einfach mal was können. Ripp. Ja, das schaffen wir, Leute! Sehr schön. Ich bin Bulle geworden, um zu feiern, nicht um Kinder zu verprügeln. Geht aber auch. Oh Mann, nur Aua. Spitze, diese Dinger sind gefährlich! Na, dann ist es tot, nice. So ein Wetter habt ihr noch nie erlebt! Dann nehmen wir dich mal hier. Hier blitz ich einen! Zack. Alles aufwachen, Leute! Und du wirst brennen, Junge. Brennen. Geil! Zack. Ah, ich bin geschockt. Zeit für eine kleine Stadtrenovierung. Stadtrenovierung? Zum Schwarzen? Siehst du das Abzeichen? Nein, sehe ich nicht. Mein Ulti ist bereit. Scheiße, Strom! Ja. Los geht's! Will ich mein Ulti bei ihm ersetzen? Du eigentlich nicht. Dann haben wir ihn mal um. Bam. Unsere Überlebenschance beträgt 90,6%. Das sagst du wie jedes Mal. Tauschplätze mit dem. Okay, tauschen wir uns mal. Aktiviere Schnelltausch. Zack.
Wir müssen mein Geschütze sich eigentlich noch ballern. Fuck! Oh Gott! Vorsicht! Das ist geil, ne? Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Jo. Donnerstag! Donnern! Bam! Shit, ich stehe unter Strom! Ja, tust du. Jetzt kommt der Assassin und killt dich. Zack. Zieh dein Messer. Lass sie leiden. Heilige Scheiße! Du hast gewonnen. Undercover schwarzen Gesichtsfarbe. Okay. 20 Polizisten besiegt haben wir. Nice. Gut. Gibt's da nicht mehr, echt? Gibt's auch nur einen von? Tatsache. Gemeistert haben wir sich schon 36 Stück, was? 5 müssen wir noch. 2 Kostüme. Krebsmensch müssen wir noch besiegen. Penner müssen wir noch besiegen. Erinnerungsbären, okay. Da fehlen noch 3 Stück. Und noch ein paar Follower. Das reicht jetzt. Keine Bewegung. Hey, ich verstehe dich. Wirklich? Du denkst, dass Bullen es nur auf Schwarze abgesehen haben? Ja. Nein, haben sie nicht auch auf. Ich weiß, es wirkt vielleicht auf alle Immigranten. Alle Bullen Rassisten. Aber man darf nicht auf all die Fake News reinfallen. Bullen sind Menschen, wie ihr, eure Freunde, eure Familie, Menschen, die hart arbeiten und. Nigga! Tupperdose! Lewinsky, du Spaß, drauf mit dir! Tja! Und schalt den Alarm an! Der Wichser hat auf mich geschossen! Daher! Das wird kein Zucker schlecken, aber wir zahlen's den Bullen heim. Fuck, Alter. Die Bullen sind voll rassistisch. Haben wir noch was Tolles? Nee. Aber es ist trotzdem immer noch creepy. Okay. Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Ich bin weiß. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Oh, scheiße! Oh, ich glaube, ich bin tot. Ups. Okay. Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? Hallo? Ah. Geht doch. Los, Arschlord. Schneller. Oh, das war knapp. Es hat geklappt. Ja, mit meiner Arschkraft kann ich das halt. Was haben wir hier? Oh Mann, da ist noch einer. Okay, gehen wir hier hin. Zack, jetzt bin ich da. Ach, der muss checken. Okay. Ne, wir brauchen das Hamsterlein. Nein. Ich will. Ich muss das nochmal machen. Ja, ja. Los, Butters. Steck mir was ins Arsch. Hier kommt das Chaos! Steck mir was in den Arsch. So. Sorry. Mein Deutsch liegt's gut. Am Ziel vorbeizuschießen ist Chaos pur. Was? Wie viele Hamster schickst du mir jetzt? Ah, jetzt mach das doch mal. Oh, wow. Chaos. Alles klar. Kann ich einfach runterspringen? Okay, aber los geht's! Natürlich nicht, ich muss das wieder runterklettern. Noch Mann. Warte. Da ist doch was. Siehst du mal. Gut, weiter geht's. Oh, Tauli kommt mal Hi, wieder. Ich bin's, Tauli. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Oh, scheiße, bin gleich wieder da. Okay, ein neues Rezept haben wir bekommen. Schauen wir direkt mal. 105, oh, nice. Da stelle ich mir doch mal her. Warte. Das kann ich auch sogar upgraden, was? Alles klar. Nice. Haben wir jetzt alles hier drin?
Stimmt, ah, da brauchen wir Level 20. Ja, ich wusste, dass man noch 20 Level 20 braucht. Dann schauen wir doch mal. Wo haben wir das Level 100er Ding? So, hierfür. Ich hab's direkt zweimal. Ja, das ist Level 3. Hä, Level 2, Level 3? Mein kritischer Schadentreffer geht hoch. Dafür geht der verbindliche Gesundheit komplett runter. Aha. Egal. Ich habe über 800. Müsste ich jetzt nicht eigentlich ein Schiff mitbekommen? Kann man nicht schreien, verdammt. War vielleicht keine gute Idee, herzukommen. Nicht, wenn ich schwarz bin. Hey, holt uns raus! Token, Gott sei Dank bist du hier. Dad, was zum Teufel machst du hier? Hey, du hast mich hier reingebracht. Was? Du willst doch kein ewig Gestriger sein, Junge. Sag mal, wieso bist du denn so grob zu mir? Du bist schwarz. So. Hey, wegen dir bin ich doch hier drin, du Arsch. Na, wie gefällt euch das? Und was haben wir hier für einen Button? Sie wollen die Verbrecher befreien! Oh nein! Runter, auf den Boden! Aua! Okay. Ich knüppel euch nieder und sperre euch ein! Die ganzen Kruxen. Das ist ein verfassungsmäßiges Recht! Die ganzen Kruxnasen hier. Nö, ich sperre deinen Angriff. Ein Zug weniger für die Bösen! Keine Bewegung! What the fuck? So. Hey, lass ihn in Ruhe! Kann ich aus jeder Distanz angreifen, ne? Ein Sturm zieht auf! Okay. Kann ich beide mit angreifen? Blitz und Donner! Bam! Tada! Ich hab es blitzen lassen! Gut, jetzt bin ich dran. Ich kann dich schlagen und dann gegen ihn schleudern. Bam! Weiter so! Nice. Auf den Boden! Hände hinter dem Kopf! Das macht keinen Spaß mehr! Ihr muss durchgegriffen werden! Ja, stopfen wir ihn das Maul! Okay. Es ist soweit! Ja, das schaffen wir, Leute! Eine Kucksnase down. Weiß ich's wieder. Ich wollte dir noch einen Tipp geben. Okay, hier kommt der Tipp. Vertraue niemals der Regierung. Gern geschehen. Danke. Weißt du, wozu die Regierung gut ist? Für absolut gar nichts. Wollen dir alles vorschreiben und hören dich ab und so eine Scheiße. Fick diese Arschlöcher. Ich hasse sie. Ja, Schulenliebe. Lasst uns mit der... Tower der Hentai ist gewinnen. Ist das so? Oh. Ich find's geil, das. Die Prinzen müssen sich auch denken: What the fuck, was hat uns gekillt? Hyperglas, Artefakt, cool. 6 Dollar, Alter, ich find ja reich. Okay, okay, ich weiß, was ihr denkt, aber. Glaubt ihr wirklich, Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Ja. Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr. Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So, und jetzt geht nach Hause. Nein? Fuck. Nein? Fuck. Arrestzellen, Zugangskarte. Wichtiger Zugang. Was haben wir hier? Müssen wir hier alles looten? Na, finden wir noch was Cooles hier? Schade, irgendwie nicht so wirklich. Kann ich noch irgendwas abwerfen? Kamera vielleicht. Aber die bringt mir auch nichts, schade. Kann ich das Rohr irgendwie benutzen? Ne, auch nicht. Schade, schade. Was, wenn ich jetzt die Zelle hier öffne?
Es ist doch legal, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich warte sicher nicht hier, um es rauszufinden. Riecht schwer nach Sammelklage. Oberster Gerichtshof, wir kommen. Token, du musst vorsichtiger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Doch. Dachte ich mir. Alles klar. Hey Mann, das mit der Regierung war nicht so gemeint. Die sind gar nicht so schlimm. Eigentlich sind die ganz cool. Bleib locker, Mann. Die hören das gerade alles ab. Verhalte dich ganz normal. Scheiße, wahrscheinlich verfolgen sie diesen Anruf zurück. Ich verbiss mich. Shit. Okay. Okay, bin ich im Nutten? Aua, ich würde gar nicht raus. Ich wollte gar nicht rein. Fuck. Infektiöse Sch- Okay. Sonst ist hier nix, ne? Alles klar. Dann kann ich die Tür öffnen. Okay. Die geht darüber. Die Leitung hier auch noch weiter? Ist das die Leitung? Dann geht die da. Ach, warte, dann können wir wahrscheinlich Ständen öffnen. Was das allerdings tun? Oh, hier ist Exit. Warte, dann gehen wir mal zurück. Vielleicht kann ich ja jetzt hier rein. Hier meine ich. Immer noch nicht, verdammt. Warum kann ich hier nicht rein? Schwul. Na gut, dann nehmen wir halt die Treppe. Schade. Erstmal noch ein bisschen Randale machen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter. Oh. Was ist, wenn ich das Ding... Achso, da brauch ich... Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Kann ich das mit meinem... Ich glaube ja. Hauptsache, er lacht darüber. Okay, vielleicht muss ich einfach das Propangas-Ding hier mitnehmen. So. Wunder, schreist normale Ärsche auf! Das sowieso. Was hast du denn erwartet von mir, ha? So. Zack. Und. Bam. Geil! Ay, caramba! Okay, wo bin ich hier? Okay, ne. Kann ich das machen? Okay, ich kann hier fliegen. Was bringt mir das? Vor allem, wie kann er mir jetzt helfen? Start bereit! Wow, wow! Wow, jetzt stinkt mein ganzes Outfit. Dankeschön! Bitteschön. Jetzt bin ich hier. Aber jetzt kann ich die ganze Scheiße hacken, oder was? Okay. Ne, komm her, Butters. I need you. Jetzt hab ich dich, Kleiner. Hey, mit dir. Juhu. Ciao. Danke. Oh, beide gehackt. Nice. Du bist wieder da. Ja, lass uns runter. Komm. Verschwinden wir hier. Dann mal los. Ja. Danke. Bis dann. Gut, was haben wir hier? Ah, jetzt bin ich hier. Oh, zieh meine an. Knast-Tattoo. Geilo. Dann kann ich auch noch den Tanga hier mitnehmen. Braucht halt irgendwas. Achso, kann ich nur verlassen machen. Okay. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. So. Hallo, Polizei. Was ist das hier? Voll Vernichtungsüberkipper-Rezept, okay. Schau direkt mal. Was kann ich den jetzt herstellen? Egal, machen wir mal. Zack.
Haben wir auch Level 20 euch, nice. So, stimmt den her. Nice, nice, nice. Hab ich jetzt alles? Scheint so. Oh, Level 20 auch Maximum. Okay, das Maximum erreicht. Nice. Gibt es da auch keine Errungenschaft für? Schade. Gut, dann gucken wir mal den Artefakten. Was haben wir hier noch so Schönes? Nix Cooles, okay. Hier könnten wir noch einen 105er einsetzen. Crit-Chance weniger, Gesundheitswiderstellung hoch. Nee, will ich nicht. Wenn ich das Crit-Chance geht nochmal hoch, runter. Was bringt mir das? Meine Macht geht hoch, aber das war's auch. Dafür geht mein Mumm geht, meine Gesundheit geht da ein bisschen hoch. Dafür verliere ich aber Crit-Schaden. Das ist natürlich doof. Ich verliere schon am wenigsten Crit-Schaden. Ich kriege ja sonst bei den anderen Sachen nichts dabei. Ja gut, dann hier, komm, zack. Haben wir 806. Bis Tanky können wir eh nicht ersetzen. Dich können wir durch Fidget Spinner theoretisch ersetzen, aber who cares, ne? DNA haben wir auch. Soweit ich weiß, alles Gute. Ist ja noch hier im Inventar Neues. Arrestzellenzugangskarte. Einfach, was ist das? Das sieht aus wie ein Schneidbrett. Die haben einfach ein Schneidbrett als Arrestzellenzugang. Das ist klar. South Park NSA, okay. Wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Dann machen wir mal hier Blase, würde ich sagen. Einfach, weil wir es können. Toolshed, der Richtige für jeden Job. Ja, los, Toolshed. Ich brauche eine Rohrreinigung. Geh du vor. Geschafft! Nice. Heißt also, ich kann ihn jetzt ausnocken. Lol. Nice. Ich meine, nice, los! Das war ja echt simpel. Das wäre echt sehr simpel. Ja, kaputt machen, hacken. Wir brauchen jetzt alle unsere Leute hier, Alter. Ist ja krass. Das ist Captain Klaus. Oh ja. Geilo. Feuer! Oh wow! Ciao! Krass, ey. Ich mach einfach jeden Helden jetzt. Was passiert? Soll ich dir sagen, was ein Bulle ist? Ja, das ist die Katze. Mehr als ein Sklave. Ein Roboter, der nicht denken, sondern handeln soll. Die wirklich Bösen sind die Politiker. Eine Bürgermeisterin, die in ihrem Büro sitzt und uns erzählt, dass wir uns ändern müssen. Wir konnten sie nur loswerden, indem wir die Verbrechensrate ankurbelten. Und jetzt können Cops es endlich wieder auf die alte Art regeln. Seht ihr nicht, dass das besser für alle ist? Ja. Alter, das ist Grandos. Was? Du hast die Katze gefunden, Arschlord! Freedom Pulse, wir haben den Polizeichef! Ganz oben! Was soll ich sagen? Ihr habt mich an den Eiern. Zumindest fast. Wisst ihr, nicht alle unsere Gefangenen sind schwarz. Wir haben nämlich auch einen Weißen hier. Das ist eine Falle! Tut mir leid, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Er sieht super aus. Wer ist das? Isst die geilen Sandwiches. Man nennt ihn Jared. Ach. Der sieht immer noch super aus. Jared. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Oh fuck, Jared. Ich will das nicht mit ansehen, also entschuldigt mich. War das nicht der Typ, der Werbung für Subway und so gemacht hat? Und bestimmt abgenommen hat, oder was sein Lüge? Sex im Klass ist extra heiß. What the fuck? Nee, was, ich kann seine... Okay, der geht so schnell, ich kann gar nicht darauf reagieren. Kann ich mal das treffen, was? Ich kann gar nichts machen mit ihm. Na gut, dann nicht. Wollt ihr Kids mal mein berühmtes Superbaguette sehen? Na, dann gehen wir hier hin und dann hausche ich das mal ein bisschen um. Jared, ah, du hättest AIDS von mir haben können, aber jetzt kannst du das vergessen. Danke. Es ist soweit. Ah, ist das sicher? Cool. Ich muss mich nur schon im Weg stellen.
will ich aber eigentlich nicht. Mach mal ich so. Ich mische sie jetzt auf. Kann ich meine Kanone hier hinstellen? Ja, kann ich. Aber die reicht nicht so weit, ne? Fuck. Schade, die reicht nicht so weit. Fuck. Hab's. Oh, ich glaube, du müsstest mal was essen. Mikroaggression! Schlag ihn! Auf die Fresse, Jared! Ah. Keine Kinder in Fummelreichweite! Nap. Frustrierend! Du fummelst hier kein Kind. Das Wetter schlägt um! Gut. Hat mal jemand $5? Wieso $5? Ah. Alles aufwachen, Leute! Okay. Es geht hier ab. Vorsicht! Ich muss zugeben, ihr seid ziemlich hart drauf. Aber ihr habt keine Chance gegen AIDS. Kacke, jetzt verrecken wir wegen AIDS! Glaubt ihr, es ist einfach, Mr. Vogels PR-Team zu sein? Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Danke, AIDS! Was zum... Sehr gut. Es läuft alles genau nach meinem PR-Plan. Was zum Fick? Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Überlassen Sie diese Kinder uns, Mr. Vogel. Danke, aber im Umgang mit Kindern habe ich reichlich Erfahrung. Hab dich! Wollte ich zwar nicht, aber egal. Danke. Hört uns doch, was passiert. Na, ja, leider ist da keiner im Weg. Keine Kinder in Fummelreichweite, frustrierend! Der Typ ist ein scheiß Psycho! Was zum Fick? Was zum Fick? Was ist das für ein kranker Hurensohn? Warum kann er zweimal angreifen? Oh Mann, bin ich dran? Ja, bist du Tweak. Dann putzen wir mal beide hier. Das wird noch eine Weile britzeln! Hoffentlich. Hey, lass ihn in Ruhe! Okay, jetzt bin ich dran. Ich hasse diesen Job! Nein, hör auf, ihn zu heilen! Verdammte Scheiße! Dank AIDS geht's mir schon viel besser! Hört dieser Tag niemals auf! Ich hoffe, bin ich nicht. Geil! Es dauert nicht. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden! Okay, wir können dann. Könnte ich schon unboxen? Nicht mal so glitch, oder? Dann krieg ich die Scheiße von denen ab. Ne. Diese Schurken sind bereit für den Tupper Mac Mark 3. Lassen wir uns mal hier hin. Naja, ich weiß, du hast kein in der Nähe. Oh, es geht kaputt. Keine Kinder in Fummelreichweite, frustrierend. Operation lass Jared zu 70% wie einen normalen Menschen aussehen, ist ein Fehlschlag. Abbruch! What the fuck? Gönn dir was Süßes. Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? So. Oh, der Kampf dauert ewig. Chill mal kurz, okay? Cool wäre, ich muss. Bis... Oh, ist eingefroren. Sehr schön. Nee. Wir wollen den hier. Son. Jared soll sterben. Stirb, Jared, stirb! Ja. Ah, das Kind hat mich innerlich zum Lachen gebracht. Das gibt ein ganz schlechtes Karma für dich. Ich kann dich leider nicht angreifen. Das ist eine verdammte Scheiße. Jetzt hab ich dich nicht angreifen können. Doch, kann ich. Nice. Keine Gnade. Noch einer erledigt. Bam, nice. Tupperdose aktivieren. Komm, Tupperdose, hau ihn um. Du als schwarzes Kind. Ja, das schaffen wir, Leute. Geschafft. Was für ein Scheiß. Trinkglas der ausbrechenden Jugend.
Okay. Ich bin Level up? Ja, Level 10. Wuhu. Was macht die Polizei mit den Leuten, die sie verhaftet? Was weiß ich denn? Ich bin nur ein Sandwich-Typ. Okay, vorziehen ins Gesicht. Nein, nein, bitte, es tut mir leid. Ich sag euch alles. Was hat der Polizeichef zu verbergen? Unten sind noch mehr Zellen. Der Lift fährt da runter. Aber wenn er eingesperrt wird, kommt nicht mehr raus. Wie lautet der Code? Bitte, woher soll ich das denn wissen? Ja, ja, ich hab die Bullen beobachtet. 1477, bitte. Es tut mir leid, ich bin nur gern mit Kindern zusammen, weil ich nie eine eigene Kindheit hatte. Ja, genau, ich stehe auf Kinder, weil ich keine Kindheit hatte. Du hast die Wahl. Zum Superhelden-Dasein gehört auch, schwere Entscheidungen zu treffen. Okay. Ich wollte ihn an, ganz klar. Alter, das war hardcore. Das war geil.